Ja, Freunde, nächste Runde bei unserer Pfingstgrillerei. Als ob es nicht schon genügend gewesen wäre, was wir bis jetzt gegessen haben, gibt es jetzt schon wieder einen geilen Nachtisch. Und was? Das sagt uns jetzt Carina von R&K Barbecue. Also, abonniert die. Abonnieren. Pfirsiche auf dem Grill. Hier erst einmal die Ansage, was wir machen. Also wir werden nochmal Pfirsiche grillen und da gibt es lecker Eis dazu. Nochmal. Diese Dose sind aber Birnenhasi. Entschuldigung. Total nervös. Ja. Weil so hat sie Videos auch noch nicht gemacht. Also wir grillen jetzt Birne mit lecker Eis dazu und Eierlikör. Gut. Schau mal, wie sie das macht. Attacke. Und los geht's. Bitteschön. Danke. Du, was geht denn heute los? Muss jetzt das Ende da sein. Nicht nervös werden. Ganz locker, dir schauen bloß ein paar tausend Leute zu eventuell. Ja, so werden jetzt die Birnen schön angegrillt. Und was nachher noch drauf kommt, ist der Dessert Dream von Roy Spice. René, habt ihr eine Weberkugel eigentlich daheim? Wir sind der Besitzer einer Weberkugel, ja, aber die ist selten im Betrieb. Selten im Betrieb? Selten im Betrieb. Also doch überwiegend teuer Platte. Ja. Wo das übrigens auch geht. Mit den Birnen. Man merkt schon, die Carina ist schon etwas nervös. Aber heiß. Ja, natürlich. Das sind heiße Kohlen unten drunter. Jetzt mach kurz den Deckel zu, dann warten wir eine Minute und dann kann man sie umdrehen. Oh, wir machen das schon. Na, war das jetzt so schwer? Nein. Aber die sind noch ein bisschen glitschig, gell? Ja. Dann einfach wieder Deckel zumachen. Sind sie gut? Sind sie gut? Ich würde, ja, oh ja. Zum Farbe angenommen. Ja. Also ich halte dir schon die Schüssel. Ja, super. Super. Ich bin ja ein netter Mensch. Manchmal. Und immer. Mein Gott. Das ist immer so rutschig alles. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, machst du mir auf die Kugel? Vanille-Eis. Vanille. Und schon wird's heilig. Stell doch den Teller hin, dann sehen wir das auch im Video. Schatze, unsere Eisfee. So. Und was fehlt da noch? Teller Nummer 1. Nein. Der Eierlikör fehlt noch. Ein bisschen Alkohol kann sein. Ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Übrigens, das ist scharfes Gelb. Aus der Lausitzer Region. Das ist doch braun jetzt. Ja. So, vielleicht geht das nächste jetzt besser raus. Wenn da schon mal ein Schlucki draußen ist. Ja. Gut. So. Okay, okay. Und fertig wäre unsere erste gegrillte Birne mit Vanilleeis, Dessertraum drüber und Schoki und normalen Eierlikör. Yummy. So, Freunde,
nachdem der René, der Lümmel, mir meinen Teller geklaut hat, habe ich mir hier einen frischen geholt. Wie schmeckt es dir da hinten? Sehr gut. Den Dessertraum habe ich ja schon mal verwendet. Der ist wirklich hervorragend und auch hübsch anzusehen mit diesen Blüten. Das ist schon was Feines. Also auch total spontan. Einfach auf lecker. Meinen Wunsch hin. Mhm. Patricia hat noch so nach dem Nachtisch geschrien, ja, dass man was gemacht hat. Aber ich schnapuliere jetzt. So, meine Lieben, ich rutsche mal hier mit der Cam ein bisschen weiter rüber, dass man das etwas besser versteht. Dann kommen wir noch zum Fazit. Und da fängt jetzt Schatzi dieses Mal an. Liebe Carina, es war sehr lecker. Auch dieser Eierlikör aus Brandenburg, mal was ganz anderes. Nicht zu vergleichen mit unserem selber gemachten aus dem Thermomix oder so gekauften von... Das sage ich jetzt auch nicht. Na, es war genial. Dankeschön. Das freut mich. Gut. Also mir hat es auch sehr lecker geschmeckt und mehr sage ich nicht dazu. Also Birne, Eierlikör und Eis passt immer. War doch sehr stimmig. Passt doch. Na also. Genialer Nachtisch. Patricia, der Auslöser für den Nachtisch. Weil ich das unbedingt haben wollte. Ich krieg alles, was ich will. Ja, manchmal. Das okay, wird, Leute. Das brauche ich nichts. Brauche ich nichts mehr sagen. Ist alles gesagt worden. Nee. Hervorragend lecker. Und nochmal an dieser Stelle: Vergisst nicht, bei R&K Barbecue vorbeizuschauen. Hallo. Und denen ein Abo dazulassen. Und die Patricia überhöre ich jetzt einfach. Leute, wir sehen uns. Hier. Ciao, ciao. Das Gewürz war das i-Tüpfelchen. Das Gewürz? Gib her. Gib her, Patricia. Sie sagt, das Gewürz war das i-Tüpfelchen. Muss ich sagen, das ist wirklich gut. Und ciao. Hallo. Kurz und ich würde mal sagen, wir tun jetzt gleich einmal...